Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Icarus. Und ja, wir haben zwar den Bohrer jetzt aufgestellt, aber ich brauche trotzdem noch ein bisschen Leben, damit ich zu Hause auch ein bisschen weiter schaffen kann. Deswegen werde ich noch mal kurz überlaufen. Ich muss nur, weiß was nicht, zwei, drei Dinge da abknüpfen kurz, ne? Damit ich das Dach da oben fertig bekomme und dann, damit die Schmiede endlich mal richtig in Betrieb genommen werden kann. Deswegen, lass uns das mal kurz dahin laufen. Kann jetzt sein, dass ich voll auf eine Klippe laufe. Das schauen wir mal. So, den kurz wegmachen. Ja, ist, da habe ich auch bald mein Level ab, was ich brauche. Und dann ja, können wir auch die andere Mission beenden, ne? Schön. Ich denke mal, das wird was. Ja, ich glaube, da war die Klippe. Ich glaube, da hinten rum, ne? Ja, genau so war das. Da waren auch noch Bauten von mir. Weiß ich. Ich habe da noch ein paar Dinger gehabt. Ne? Aber die werde ich jetzt, glaube ich, nicht einsammeln gehen. So, so. Einmal hier runter, bitte. Und dann können wir nämlich da ein bisschen Arbeit. Ein Track. Ein Track, der... Ach, keine Ahnung. Der weiß sowieso nicht, wo er hin soll. Da haben wir noch eine Höhle. Ja, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, durch die infektiösen Sachen musst du echt nicht viel mehr farmen. Ne? Das ist schon... eine große Erleichterung, außer bei Stein. Bei Stein ist es noch ein bisschen schade, dass es da noch nicht so funktioniert. Bei Bäumen ist halt dieses Epoxid, was du halt dann tatsächlich in Massen bekommst. Oh, plus 6 Gewehrmunition. Guck mal, wie schnell der Titanhammer ist. Jetzt zack, zack. So, und jetzt kurz mal ein bisschen Leben. Oh, da ist ein Nadler. Aha! Du Arschi. Jawoll, Talentpunkte auch bekommen. Was hatte ich nochmal aus dem hier bekommen? Ich halte mal kurz fest. Ah, hier. Das nehme ich jetzt mal nicht mit, aber das nehme ich mit für den eitrigen Schorf. Ich weiß gar nicht, ob ich eitrigen Schorf noch brauche. Yes, Baby. Tun wir uns nochmal ein bisschen weh hier. Lass mich mal kurz da in die Ecke laufen. So, holen wir mal meinen Vorschlaghammer. Oh, weg ist er. Naja. Und giftige Kruste kriege ich hier auch nochmal, ne, durch den Vorschlaghammer. Also wir müssen dann schauen, dass ich nicht ganz so lange hier abhänge. Weil ich natürlich jetzt ständig vergiftet werde. Ja, warte. Heißt, Ausdauer ist verbraucht. Ja,
Pferde hätte ich jetzt ein Tier, Bendy mitnehmen sollen, ne? Hätte ich das bei ihm reinstopfen können. Egal. Schaffe ich. Schaffe ich auch so. Den nehme ich jetzt noch mit. Und dann flitzen wir nach Hause. Weil ich kriege da ja auch noch mal jede Menge mit raus. Ein Komodo-Varan, alles klar. Braucht man nicht. Oh, was haben wir da? Ah, ein Terranus. Den mal kurz beiseite legen. Jups. Da mal dran vorbeilaufen. Und dann schauen wir. Glaube ich mal, ne? Ich drücke jetzt hier auf Pause und dann laufe ich mal nach Hause. Und dann hoffe ich mal, dass ich das ganz gemütlich schaffen werde. Und auf dem Nachhauseweg habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich eh schon dran vorbeilaufe, packen wir nochmal Silizium mit ein. Ja, haben wir doch massig Platz. Wunderbar. Und dann sind wir sowieso gleich da, ne? Da hinten sieht man ja schon den großen Turm. Also hinter den Bäumen da steckt er sich ein bisschen. Und dann will ich jetzt heute mal gucken, dass ich vielleicht doch die Schmiede mal eingerichtet bekomme. Ja. Und natürlich die Mission beenden. Aber die Mission werde ich, glaube ich, nicht mal heute beenden. Die werde ich, glaube ich, vielleicht in der nächsten Folge beenden. Na, was heißt beenden? Ich soll erstmal ein Baumhaus bauen. Also bitte. Da braucht noch Zeit. Und ja, hier von meinem Leben wunderbar. Mein Leben hat wunderbar gepasst. Das müssen wir aber erstmal gucken, dass wir das rauspacken und das reinpacken. So, das ganze Epoxy-Zeug mal raus hier. Alter, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Klasse. So, dann machen wir hier. Okay, warte. Das da raus, das da rein. So, aktivieren. Aktiviere die Kräfte des Unheils. So. Okay, und jetzt habe ich auch wieder kristallisierte Eiter. Achso, hier. Weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich hab zu wenig, ne? Ach nee, nicht zu wenig. Warte. Wasser. Ja, da sollte ich hier vielleicht auch so ein Wasserding irgendwie hinbauen, ne? Weil ich hier ständig ja Wasser brauche wegen dem Leben. Und vielleicht ein paar Kanister mehr. Warte mal, gib mir mal das Wasser da bitte raus. Ja, das machen wir, glaube ich, ne? Und dann werde ich mal gucken, dass ich da vielleicht ein paar Gießkannen baue. Ja, mach mal kurz voll. Und ich glaube, ich nehme das Teil mit und das stelle ich dann da hinten hin. Dass da einfach schon flexibel läuft. Das mal da rein. Genau. Bald haben wir dazu völlig dann noch Lehm. Nein, da ist kein Lehm mehr drin. Super, haben wir verbraucht. Ich weiß, der muss dann wieder auffüllen vom Regen erstmal her.
Platte, ne? Warte mal, ich bin am überlegen. Da drunter auf keinen Fall. Ja gut, hier würde der sich gut machen, ne? Dann lass mich aber kurz eine Platte holen, weil das ist ein bisschen doof. Wenn ich den jetzt aufbaue, dann abbaue, aufbaue, abbaue, dann kann er sich nie richtig befüllen. Gib mir mal eine Steinplatte bitte, du hast also davon mehr als genug. Und den möchte ich gerne mitnehmen. Braucht da ja nur Lehmziegel und Baumharz. Mal, kann das mal weg? Ja. Bin ein bisschen schwer beladen. Ach Quatsch. Da träumst du nur. Genau, nehmen wir das dahin. Das stellen wir dann hier mal auf. Weil ich hier permanent Wasser benötige. Da ist mir so ein Terrenus. Eine fortschrittliche Werkbank, warte mal. Keine Ahnung, wo ich hinbauen soll. Komm, dann mache ich dich hier geschwind hin. Okay, zieh durch. Chaka, du schaffst das. Und das auch ziemlich zügig machst das, ne? Jawohl, geht doch. So, was haben wir denn hier? Boah, guck mal hier, was da rausgekommen ist, ne? Diese ewigen Kruste. Da wird jetzt ordentlich was gefahren. So, wir brauchen ja nur noch eins. 2, 3, 4, 5, ne? 5 bräuchte ich. Dann wäre das obere Stockwerk hier nämlich auch fertig und dann könnte ich es einrichten. Den Boden noch umwandeln. Ja, der braucht jetzt halt einfach Zeit. 5. 2 Stück werden schon mal gemacht, das ist okay. Dann brauche ich aber auch das hier, ne? Nochmal gewinkelte Steinwand, das ist das, was ich brauchte. Ja, hier diese Ecke. Genau. Schon mal das Dächtlein dran. Und dann kommt da oben das da dran. Genau, 1, 2, 3 Stück noch. Und dann 2 von diesen Teilen da. So eine ja, Talentpunkte noch verteilen. Moment, genau. Ja, während der da kurz das macht, kann ich ja schon mal hier. Brauche aber 2 Steinhochöfen, ne? Wo habe ich die eigentlich reingepackt? Ah, ich glaube. Ich nicht mal suchen würde. Letztes Mal hatte ich die doch gehabt. Ah ja. Oh, guck mal, hier.
Da habe ich doch... Wie blöd, Mann. Aber pst, nicht weiterfahren. Ich will nicht weiter sagen. Wo hatte ich meine Sachen? Alle hin. So, die Häutungsbank. Müssen wir erstmal die Häutungsbank machen. Und dann brauchen wir Rang 4. Möchte ich denn hier das da und das. So, dann sind die Punkte auch wieder weg. So, Solo. Solo. An Solo, ja. Ja. Da, und dann will ich mich ja hier hin arbeiten. So immer grün. Und zwar angebaut ist weg schneller. Zum Beispiel Gewehr das Rezept, um mit Mörser Schießpulver herzustellen. Jo. Machen wir hier angebaute Nutzpflanzen, verbrauchen weniger Dünger. Damit ich dann dahin komme, schieß wieder Wind. Was haben wir eigentlich da? Wachsen schneller. Runter von meinem Rasengewehr Zugriff auf das Rezept zur Herstellung der rostigen Schrotflinte. Mache ich das da. Dann können wir bald dahin. Ja, Mann, ne? Ich habe gerade keine Ahnung. Da haben wir auch noch mal Lebensziegelwände. Dass ich hier nicht alles überall verteilt habe, ne? Aber irgendwie... Nein, passt. Das da brauche ich jetzt gerade. Das auch nicht. Dann drehe ich mal um. Ja, guck mal. Dann brauchen wir nochmal 3 Stück. Damit wir hier schon mal nicht runterfallen. Und 3 Dächer brauchen wir hier. Haben wir das schon mal? Gerade nicht. Warte mal. Aha, okay. Nein. Nehmen wir mal das da in die Hand. Ja, das sind immer so eine langen Teile. Gib mir noch mal das da. Ich glaube, das ist das, was ich noch mal suche. Warte mal. Aber das ein bisschen. Ja, aber immer ein bisschen lang. Nee, das ist mir ein bisschen zu lang. Okay. Wollte jetzt da. Zwar hier so einmal da raus machen. Ah, sieht auch schon cool aus. Exzellent. Exzellent. So. Die hält da, ne? Stimmt, ich wollte hier
Deswegen wollte ich ja eigentlich hier rauf. Ne, damit das ist da eigentlich ein bisschen. Ja, genau so wollte ich es haben, aber halt. Ich glaube, ich muss doch von oben mal ran. Darf ich hier mal kurz irgendwie rauf? Tut möglich. Ja, möglich schon, aber. Ja, jetzt. Komm schon. Mach doch nicht so ein Trali rum. Warte mal, habe ich vielleicht andere? Da habe ich nochmal Rampen. Die muss ich dann nicht sofort abbauen. Manchmal. Na, Junge. Du weißt schon, dass ich da ran möchte, ja? Ja, da. So. Und hier möchte ich jetzt eigentlich. Schwierig, ne? Da. Oh, guck mal, da. Dann hält das nämlich da. Warte, machen wir es so. So, warte. Ja, dann muss ich ja erstmal nochmal so einen Regen. Hier. Ah, Mist. Shit, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Verdammt, muss ich denn jetzt echt. Jetzt komm, ja. Nein, du willst nicht. Du willst absolut nicht, ne? Das ist manchmal nicht so einfach mit dir hier, ne? Komm. Ein bisschen. Liebelei mal, komm. Ja, da war's. Jetzt würde er halten, ne? Nee. Warum nicht? Warum, mein Kleiner, willst du nicht? Nein, das hält hier nicht. Warte, ich habe da irgendwas mit diesem. Warte mal, ne, das. Hat das vielleicht damit zu tun, dass da vielleicht. Warte. So, und dann. Dann so. Dass du jetzt vielleicht. Ja. Okay. So hältst du, aber hältst du auch.
Okay. Vielleicht noch von der anderen Seite hier. Irgendwo. Ja, komm. Nein. Nee. Das ist halt hier ein bisschen. Okay, machen wir es so. Gucken wir uns das mal von unten an, weil das gefällt mir jetzt hier eigentlich ja überhaupt nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich möchte. Ne, das ist schon mal ganz okay. Gut, von hier unten ist es ganz okay. Also von hier unten sieht es ganz okay aus. Aber ich könnte ja auch. Da hätte ich eventuell eine Idee. Bräuchte jetzt nochmal Holzböen, ja. Ein paar mehr Holzböen wäre nicht schlecht. Den haben wir halt noch hier stehen. Nehmen wir mal alle mit. Brauche ich sowieso da drüben. Aber okay, das Dach wurde gebaut. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!